getan. Schon besser. Mutterkrone. Das muss Mutterkrone sein. Solai müsste hier irgendwo sein. Aber ich habe daraus... Was ist passiert, Jägerin? Geht es dir gut? Oh, ich bin dankbar für die Wunde. Das war eine gute Lektion für mich. Und du solltest auch draus lernen. Und zwar? Ich jagte einem Graser hinterher, so fixiert auf die Beute, dass ich nicht auf den Weg achtete, bis ich dann genau vor einer Brutstätte stand. Du hast eine Lektion erwähnt. Was lehrte dich die Wunde? Als ich vor der Brutstätte stand, entkam meine Beute und ich war starr vor lauter Staunen. Einen kurzen Moment war ich wieder ein Kind, das wie gebannt am Lagerfeuer spannenden Geschichten lauscht. Ich spürte ein mächtiges Verlangen, hineinzugehen. Und dann griff der Wächter an. Sie bewachen Brutstätten. Es war ein harter Kampf und ich zog mir diese Wunde zu. Diese Orte sind aus gutem Grund verboten. Und das nicht nur, weil sie gefährlich sind. Wir sollen nicht sehen, was darin ist. Ich werde nie mehr schwanken. Diese Narbe sorgt dafür. Aber du hast kurz etwas verspürt. Eine Art Entdeckerlust. Kann das wirklich so schlecht sein? Muss es wohl, oder? Sonst hätte man mich nicht bestraft. Eine Brutstätte? Was ist das? Ah, du stammst aus dem Becken. Da gibt es so etwas nämlich nicht. Eine Brutstätte ist sowas wie eine Art Tür. Niemand weiß, was dahinter ist. Es heißt, dort werden Maschinen gemacht. Oder dass es Höhlen des Bösen sind, wo die Geister der Metallteufel hausen. Kommt wohl aufs Gleiche raus. Wie auch immer. Sie sind verboten. Wo ist diese Brutstätte? Das solltest du nicht wissen. Dann beschreib den Ort, den ich meiden soll. Ein kluges Köpfchen, nur nicht klug genug, um auf Warnungen zu hören. Schön, wie du willst. Ich hab's versucht. Es ist im Norden, hinter den Rotdornen, in der Wand eines Berges. Aber denk dran, ich habe dich gewarnt. So viele sind tot und wir wissen immer noch nicht, wer die Mörder geschickt hat und woher sie kamen. Ich war selbst schuld. Du gehörst zu den Ich hätte dort nicht sein dürfen. Tu deine Pflicht und bitte darum, dass man sich nach deinem Tod an dich erinnert. Ich hole mir noch Frostbeulen. Für Träume, nicht für Krieger. Hoffentlich billigen die Stammmütter meinen Fruchtbarkeit Segen. Du bist die Sucherin, die ausgestoßen war. Meine Jagdgesellschaft, sie ist... Du hast die Mörder bekämpft, nicht wahr? Die von dem Angriff bei der Erprobung. Du hast viele Leben gerettet. Ich wünschte, ich hätte alle gerettet. Hast du... Wie weit bist du den Mördern gefolgt? Worauf willst du hinaus? Fürchtest du, deine Jagdgesellschaft wurde getötet? Es gibt Schlimmeres, als getötet zu werden. Was hatte deine Jagdgesellschaft vor? Nach der Erprobung waren wir so wütend... Wir wollten zurückschlagen. Und diese korrupten Maschinen hatten Spuren hinterlassen. Wir fanden sie in der Dämmerung und kämpften voller brennendem Hass. Aber in Dunkelheit und Chaos konnte ich nicht alles sehen. Sie rannten weg und dann war ich plötzlich allein. Ich lief hinterher, aber meine Jäger sind... Deine Jäger sind... Fort. Was ist denn schlimmer als der Tod? Ich bin nicht wie du. Als Ausgestoßener könnte ich nicht leben. Ich fürchte,
Meine Freunde sind in den Ruinen. Ich kann nicht dorthin, sonst werde ich verstoßen, aber ich kann sie auch nicht zurücklassen. Sag mir, was du willst. Sprich offen. Finde meine Freunde. Wir wollten die korrupten Maschinen unbedingt bekämpfen und merkten nicht, dass wir am Rand der Ruinen waren. Du bist eine Sucherin. Du bist befugt, Teufelsdurst zu betreten. Aber bitte, hab Mitleid mit uns. Verrate nicht, dass wir dort waren. Da musst du dir wirklich keine Sorgen machen, glaub mir. Mal sehen, ob ich deinen Freunden helfen kann. Die Grenze ist geschlossen. Aber das wird die Verderbnis nicht aufhalten. Garantiert nicht. Nächstes Mal folge ich den Regeln der Stamme. Kriegerin, Mutter Krone könnte deinen Bogen gebrauchen. Ich? Bist doch eine Kriegerin, oder? Wir brauchen Eber heute. Unser Näher flickt sich an Mänteln und Rüstung die Finger wund. Im Osten gibt es viele Eber, hinter den Wasserfällen. Da treibt sich eine Maschine herum. Als ich sie sah, ließ ich die Beute fallen, lief in Deckung, spannte den Bogen, aber dann... Es ist keine Schande, überlebt zu haben. Nein, es... Mein Ring hatte sich gelöst. Mein Glücksbringer in der Wildnis gehörte meiner Muttersmutter, vor langer Zeit einer Maschine aus dem Rachen entrissen. So sehr vertraust du auf einen Ring? Nach allem, was passiert ist, brauche ich Glück ebenso sehr wie der Stamm dieser heute. Mal sehen, was ich finde. Kannst du helfen? Wäre ich dir dankbar. Ich bin am Lagerfeuer, wenn du zurückkommst. Oh, du bist's. Die ausgestoßene Sucherin. Du sollst ganz gut mit Bogen und Speer sein. Es heißt sogar, du wärst die Beste. Das klingt irgendwie nach einer Herausforderung. Und ich habe kein Interesse. Ich habe wichtigere Dinge zu tun. Oh, verstehe. Die Sucherin hat keine Zeit für uns unbedeutende Nora. Die Jagd auf Maschinen und Plünderer geht vor. Tja, ich bin weder der Verderbnis begegnet, noch habe ich mit Dämonen getanzt. Aber ich habe im Taltreff-Jagdgebiet schon ein paar Sonnen gewonnen. Du auch? Oder hat dich die Suche noch nicht so weit geführt? Du warst in einem Jagdgebiet in Taltreff. Ist das noch im Heiligen Land? Kommt drauf an, wen du fragst. Es gehörte uns mal, aber seit den roten Raubzügen ist die Grenze etwas umstritten. Die meisten Nora vermeiden es, aber die Stammmütter verstoßen niemanden, der dorthin geht. Zum Jagdgebiet. Der Aufseher ist ein Kaja. Er kann keinem die Prüfung verwehren, aber tritt nicht zu stark auf. Er hat so viel Angst vor den Nora, er würde sich zu Tode erschrecken. Wie kamst du an diese Sonnen? Ich habe Maschinen mit drei verschiedenen Pfeilarten erlegt. Eis, Schock und Feuer. Falls du eine Prüfung ablegen möchtest, bring deine Ausrüstung mit. Aber ein Sucher ist bestimmt immer gerüstet, oder? Provozierst du jeden, mit dem du redest? Nur Sucher mit roten Haaren und legendärem Ruf. Und wie oft kommen solche vorbei? Du bist für heute die Erste. Falls dich deine Suche ins Jagdgebiet führt, versuch doch, eine Glutsonne zu gewinnen. Wenn es dir gelingt, hast du mich geschlagen. So gut wie erledigt. Hoffentlich bringen die Jäger heute mal was anderes mit als Waschbär. Ich habe Waschbär für immer satt. Bist du Solai? Jan sagte, deine Nichte wäre hier gewesen. Nakoa. Dazu habe ich nichts zu sagen. Bitte, ich möchte nur helfen. Ich bin Sucherin und will nach Norden. Jan bat mich, sie zu suchen. Was du mir sagst, bleibt unter uns. Ich gab ihr Proviant für die Reise nach Norden. Sie wollte zum Tagturm auf der Suche nach Said. Ich konnte sie nicht aufhalten. Kannst du mir etwas über den Tagturm erzählen? Das ist ein Kaja-Fort direkt an der Grenze. Sie sammelten dort Nora-Gefangene, um sie nach Meridian zu bringen und töten zu können. Ich wollte Nakoa aufhalten. Was will eine Nora ausrichten?
Es war zwecklos. Sie ist besessen davon, Said zu finden. Was weißt du über Said? Er ist tollwütig, ein Mörder. Der schlimmste der roten Räuber. Er tötete meinen Bruder und Nakoa sah alles mit an. Ich bat sie zwar nicht zu gehen, doch ein Teil von mir wollte es. Ich will seinen Tod ebenso sehr wie sie. Du weißt nicht, wie das ist. Er verstümmelte meinen Bruder. Und doch bewegt er sich frei unter den Kaja? Ich verstehe. Besser als du glaubst. Ich suche Nakoa, wenn ich zum Tagturm komme. Ich weiß nicht, ob du ihn erreichst. Es heißt, sie haben die Tore geschlossen wegen dieser Korruption unter den Maschinen. Maria weiß vielleicht mehr. Aber sag nicht, weshalb du fragst. Werde ich nicht. Versprochen. Ich kann den Anblick dieser verdorbenen Maschinen einfach nicht ertragen. Das ist pervertierte Natur, Metall gewordener Hass. Ich war selbst schuld. Ich hatte dort nicht sein können.